alles, was wir zeigen, ist wirklich möglich und denkbar und ist kein Science-Fiction, aber es ist so 5 Minuten in die Zukunft gedacht. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Für mich ist das gar keine so große Zukunftsmusik, sondern findet im Hier und Jetzt statt. Darüber wurde noch nie wirklich ein Film oder eine Serie gemacht. The time is right for a show like this. Biohacking is really exploding in a way, and it's like the computer revolution back in the 80s and 90s. Ich finde dieses Thema Biohacking super, um eine spannende, junge Serie zu machen. Ich selber habe Bio in der 10. abgewählt, deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung. Dank aus! Und habe aber schnell gemerkt, dass ich nicht weit komme, ohne mir Experten dazu zu holen, die mich da beraten. Und ich wollte es auch akkurat machen. Und deswegen haben wir uns schon im Vorfeld, als wir geschrieben haben, den Ole Pless vom Fraunhofer Institut geholt. Er hat uns eigentlich durchgehend auch begleitet beim Dreh. Synthetische Biologie. Was ist das? Es macht ja immer Spaß, wenn man etwas macht, was nicht typischerweise mit seinem Berufsbild zu tun hat. Wir hatten die Möglichkeit, zwischenzeitlich wirklich mit tollen Wissenschaftlern uns zu unterhalten. Ich habe wirklich großartige Dinge erfahren. Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Wir hatten uns jetzt auch schon Szenen mit Regisseur Christian Dittert zusammen angeguckt, wo ich wirklich 1:1 Textteile wiedererkannt habe in dem fertigen Material, die ich umgeschrieben habe. Und dann haben wir auch in der Umsetzung den Jerome Lutz dazu geholt. Der hat uns Biohacker aus aller Welt quasi die Connections gemacht. Es ist unglaublich schön, wie alle Gedanken einfach in Drehbücher reingehen, wie sie real werden. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. I was really excited about the chance to become a part of it, to bring my knowledge and experience to Jasper's lab, to make sure everything would work exactly as you see it done in the show. Stell dir vor, die Zelle ist krank, ja? Weil sie fehlerhafte DNA trägt. Beispielsweise aufgrund einer Erbkrankheit oder so. Man kann mit Hilfe meiner Genfähre den fehlerhaften Teil rauscrispern und durch andere, richtige DNA ersetzen. Der eine sieht es als Bodyhacking, der andere sieht es als Biohacker. Der eine ist jemand, der seinen Körper selber verbessern möchte. Der andere ist, ja, völlig verliebt ins Labor. Beim Biohacking versucht man, das Erbgut in seinem Körper, bestimmte Teile des Erbguts einfach zu manipulieren. Biohacking meint eigentlich das Optimieren eines Menschen durch biologische Experimente, Sonden. Also letztendlich ein Weg, einen Menschen zu verbessern. Aber das Gute ist, dass RNA einzelsträngig ist. Deswegen müssen wir jetzt quasi das Gegenstück herstellen, sodass es sich an die synthetische RNA andockt und neutralisiert. Du meinst Gegengift. Ist wie ein Autotune, aber du machst es mit dem Körper. Biohackers, die arbeiten noch mehr halt auch mit dem biologischen System und so. Und Bodyhacker sind wirklich Leute, die halt an sich Sachen operieren. Bodyhacking is maybe one of the extreme forms of biohacking. I think biohacking itself can be lots of different things. It can be all something simple like, you know, experimenting, making new types of yogurt and bread. And I think that all the way to bodyhacking, which is the limits, which is really experimenting with yourself. Was ich bei diesem Thema halt besonders spannend finde, ist, und das klingt ja auch in der Serie an, dass man quasi kranke Gene wirklich gezielt versucht zu verändern und wieder in den gesunden Zustand zurückzuversetzen. Wenn du nichts über diese Welt weißt, über diese Biowelt, das ist keine Ahnung, was eigentlich schon alles abgeht, was man alles schon machen kann. Das ist echt auch ein bisschen gruselig. Leuchtende Pflanzen und leuchtende Mäuse, das gibt es ja alles schon. Es gibt ja auch große Versuche, ob man jetzt irgendwelche Palmen zum Selbstleuchten bringt, um keine Straßenlaternen mehr zu brauchen und so weiter. Das sind alles Sachen, das ist keine Science Fiction, das sind Sachen, da forschen Leute dran. Verarschen mich oder ist wirklich was da hinten? Chlorin-E8-Lösung, das ist das Zeug, mit dem Tiefseefische im Dunkeln sehen. Aber musst du nicht machen, wenn du dich nicht traust. So there's a type of deep sea fish and they actually use a different type of pigment which can capture different wavelengths of light. And it just so happens that this can also bind into the mammalian retina receptors. People have actually tried this experiment and they say that it kind of works. But I would have to say, never try this yourself. It makes the cells very sensitive to light and it can destroy them. Ich habe so das Drehbuch gelesen und dachte ich so, ist ja witzig so, was sie sich so ausgedacht haben. Und dann habe ich mir eine Doku angeguckt, dann dachte ich, also krass, das ist halt überhaupt nicht ausgedacht. Das ist ja, stimmt ja alles so. Ach du Scheiße. Ah, Mia, na, was geht? Bist du wahnsinnig? Was machst du? Subkutaner Arzneimittelausschüttungschip. Was? Ja, lernst du im Hauptstudium dann auch noch drüber. Oh. Okay, das ist echt, das passiert alles, das ist Realität.
Und das wird ein riesen Part von unserer Zukunft sein. Weil es ist ja auch immer die Frage, okay, wie viel ist legal, wie viel dürfen wir, wie viel nicht. Dieses Bio-Piano, was ich habe, wo ich dachte, aha, kreativ und so, das gibt es auch schon. Alles, was wir da in dieser Serie zeigen, das ist kein Gespinst, das gibt es schon. Ich nenne es auch Biwano. Das war schon etwas, was einen aufgerüttelt hat. Also mich persönlich natürlich schon, was möglich ist im positiven wie im negativen Sinn. Wir brauchen einen Krankenwagen am nächsten Bahnhof. Mama! Mama! Hallo. Wie heißt du? Biohacking ist größer als Doping, weil es wirklich alles verändern kann. Scheiße! Das sieht nicht so aus, wie es aussehen soll, oder? Ich weiß, dass es nicht so aussieht! Oder wenn man übertreibt, alles zerstören. Ich halte das für sehr gefährlich, Genomeditierungsexperimente am eigenen Körper durchzuführen, denn die Folgen für den sich Behandelnden sind eigentlich nicht abzusehen. Und viele Aspekte dieser Anwendung sind eben unklar. Die Biochemiker sagen, ob die Menschheit überlebt oder nicht, ist einzig und alleine ein Fakt der Biochemie. Was die Zukunft bringt, das ist die Frage. Aber letztendlich, rein biologisch und experimentell gesehen, sind da tatsächlich Grenzen nicht wirklich gesetzt. Für mich ist vor allen Dingen eins klar, dass die Zukunft unabsehbar ist für uns. Synthetische Biologie, das große Ding sein wird, was unser Leben massiv verändern wird. There are strong laws protecting people against the dangerous sides of that with bioethics, but the potential is still there to make big changes to the world. I think in the long distant future, I think anything is really possible, but in the short term, I think that increasing the world's food production and making the world's population healthier are really achievable goals that can only be achieved with biohacking.